So, Thanos, jetzt tun wir ein bisschen Haargasten auf Tirolerisch. Was heißt Haargasten? Fachsimpeln. Ja, reden. Unterhalten. Ja, war gut, okay. War gut. Was ist ein Gockei? Eigelb. Eidotter? Nein. Kuckelhahn, oder? Oder Hühner? Gockelen. Gockelen. Das hat mit den Hühnern zu tun. Ja, dann so ein Gockel. Nein, das Gesamte. Das ist ein Ei? Ein Ei, ja. Nein, ja, echt? Das ist ein Gockel. Was ist ein Fock? Fock. Ein Fock. Fock. Fakt. Nee, ne? Ah, Fock. Das ist ein Blödsinn. Nein. Eine Sau? Ja. Was ist ein Fockerla? Die weibliche Sau. Was ist ich weiß nicht, was das heißt. Ein Fock, es gibt da zwei Bedeutungen für Fock. Erstens, was tierisch oder auch menschlich, wenn ich sage, du bist ein Fockerla. Du bist ein Fockerla. Du bist verrückt oder was? Ja? Nein. Ein Fock ist ein Schwein. Fock ist Schwein. Ja, und Fockerla ist der unsauberer Mensch. Das ist ein Fockerla. Also, dass du stinkt oder so? Ja, genau, ist ein Fockerla. Du bist ein Fockerla. Was ist ein Tschurtschen? Tschurtschen. Weißt du, sicher als Bauer seid ihr im Wald rein und habt eine Schlacht mit denen gemacht. Tschurtschen-Schlacht. Ja, ich bin ein Stadtkind, also von dem. Bei mir war nie ein Wald in der Nähe. Boah, das ist ja vom Baum der Zapf. Also wie heißt's? Ich weiß schon, die Dinger da unten am Boden. Ja, wie heißen die auf Hochdeutsch, mein Freund? Boah, das habe ich vergessen. Ja, das ist ja Wahnsinn. Sag mal, das habe ich nie gelernt, aber vergessen. Tiroler Dialekt. Note 4 setzen. Hauptsache durch, kein Pfeffer.